Starten wir in den Nachmittag. Wir haben noch Zuwachs bekommen. Herzlich willkommen. Sie gucken einfach mit rein. Machen wir weiter. Und zwar wollen wir euch gerne einladen in eine kleine Designübung, wie wir das nennen, in ein Arbeitsdesign, um einfach sehr praktisch und sehr andocken an eure Themen zu arbeiten. Und das ist auch eine Geschmacksprobe. Ich gebe es einfach mal in zwei Richtungen rum. Moment, ist das... Sorry, darf ich gerade mal gucken? Das da hinten und das da. Das ist schon mal das Richtige. Das ist auch eine Geschmacksprobe für Lern- und Arbeitsdesigns, die wir sowohl in der Weiterbildung verwenden bei uns im Haus, als auch in der Etablierung von Lernkultur in den Organisationen. Wir schicken unsere Teilnehmer und auch die Mitarbeiter, wenn wir in Organisationen damit arbeiten, nie in eine Kleingruppenarbeit und sagen, in anderthalb Stunden treffen wir uns wieder, guckt mal, was ihr da macht. Sondern da gibt es sogenannte Lerndrehbücher, Design, so wie ihr jetzt eins in der Hand habt. Wir checken gerade nochmal, ob jetzt alle das Richtige haben. Da steht Designübung Reflecting Team. Haben das alle? Gut. Wir erwarten noch andere, nur dass wir da alle die gleiche Vorlage haben. Und wir sagen immer bei uns in den Qualifizierungen und auch das, was wir in den Organisationen machen, wir achten auf drei Sachen. Rollendisziplin, Fokusdisziplin, Zeitdisziplin. Deswegen sind die Lerndesigns, wenn man erstmal drauf guckt, eher strukturiert, bei manchen auch sehr strukturiert aufgebaut. Also es gibt klare Rollen, es gibt Abläufe, es gibt eine Zeitstruktur. Das entlastet uns aber und die Teilnehmer sehr davon, sich in der Kleingruppe, in dem Team erstmal zu organisieren und zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich für einen Prozess, wie legen wir den an, wie strukturieren wir uns, wie klären wir Rollen. Das ist an der Stelle schon berücksichtigt. Und deswegen diese Art von Drehbucharbeit, die auch ein Lehrtrainer, der Marc Minor, wirklich mit Führungsteams vertikal zum Beispiel einsetzt, indem er diesen Teams Drehbücher schreibt, in dieser Art und Weise, wie sie in Bezug auf das, was wir vorhin angesprochen haben, miteinander in einen relevanten Dialog gehen, und zwar nicht irgendwie, sondern in einer geklärten, gerahmten Art und Weise. Also das ist einfach eine Logik, dass wir sagen, wir nehmen genau den Teil ihnen ab und geben ihnen erstmal ein Design. Und je erfahrener sie darin sind, umso mehr können sie sich auch freier in diesen Designs bewegen und sie selbst mitgestalten. Jetzt ist die Idee als Kostprobe, als Beispiel, dass wir Kleingruppen bilden A4, A5 und in jeder Kleingruppe jemand in die Rolle des Anliegengebers geht. Das kennt ihr vielleicht auch aus der klassischen kollegialen Beratung. Also jemand stellt ein Anliegen vor aus seiner Professionswelt, aus seiner Organisationswelt, aus einem Projekt, aus einem Thema, was gerade ansteht, wo ihr in einer Auftragsklärungsphase seid, in einer Konzeptphase seid, also in all den Rollen, in freiberuflichen oder internen Funktionen, in denen ihr seid. Und wo er sagt, da würde ich gerne mal eine Resonanz, eine Reflexionsfläche von anderen kriegen, was die aus ihrer Wirklichkeit, aus ihrem Blickwinkel dazu sagen und wie wir darüber genau in einen fruchtbaren Dialog eintreten können. Das heißt, erste Phase, hier noch im Plenum, wir bilden Gruppen um die Fallgeber herum. Dann in die Kleingruppe, der A, also der Fallgeber, formuliert nochmal sein Anliegen. Und das ist so die erste Phase, 10 Minuten. Die anderen, 3 oder 4, hören zu und machen aus einer explorierenden Haltung heraus eine sogenannte Ortsbegehung. Das heißt, sie stellen all die relevanten Fragen, die ihnen noch wichtig sind, um die Sachlogik, um die Beziehungslogik, um das Kontextverständnis besser auszuleuchten und zu verstehen. Wichtig, es werden noch keine Lösungen entwickelt in dieser Phase. Es geht rein um die Ortsbegehung, und das Erfragen der Hintergründe, der Beziehungsebenen, der Sachebene, also die Sachen, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. Dann Phase 2, 5 Minuten, Stillarbeit hieß es, glaube ich, früher in der Schule. Also
Kurze Reflexionszeit, Stillzeit, wo man sich selbst nochmal vergewissern kann, was habe ich eigentlich gehört aus meiner Wirklichkeit, aus meiner Rolle. Was ist für mich, für den A, also für den Fallgeber, wesentlich in Bezug auf das Thema, in Bezug auf sich selbst und in Bezug auf andere, auf relevante andere in diesem Kontext. 5 Minuten sich sortieren und ein Stück orientieren in Bezug auf das, was ich gehört habe. Dann kommt Phase 3 und da hat jetzt A vielleicht auch die etwas besondere Rolle, dass er da nur zuhört. Das ist auch wichtig. Er kommentiert und bewertet nicht. Der ist einfach nur Zuhörer, ist dabei, sitzt in der Runde, hört aber zu und die anderen B, C und D besprechen in wenigen Sätzen, welche wesentlichen Anregungen für A nützlich sein könnten. Also, das ist jetzt der Teil von Lösungserarbeitung oder Brainstorming. Aus einer systemischen Perspektive heraus in der Haltung, ich könnte mir vorstellen, dass, also nicht, ich weiß es besser und du musst es so machen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass der und der Aspekt noch eine hilfreiche Ergänzung ist zu dem, was du auch schon probiert hast. Also Anreicherung, wirklichkeitskonstruktive Veränderungen im Sinne von, in Bezug auf den Blick, den der A auf sein eigenes Thema hat. Der Volker sagt immer, systemisch ist Verflüssigen von Wirklichkeit, von Wirklichkeitskonstruktionen, Lehrtrainer von uns. Also da geht es einfach darum, neue Perspektiven und Anregungen an der Stelle zu geben. Und sie nehmen dabei keinen Kontakt mit A auf. Also sie sind nicht in einem Dialog mit dem Fallgeber an der Stelle. A kann sich auch ein Stück raussetzen, ja, wenn es einfacher ist. Ja. Und auch da wichtig, auch aus einer systemischen Perspektive, die Beiträge müssen nicht aufeinander bezogen sein. Sie können im Sinne von, da fällt mir, wenn du das sagst, noch der Gedanke ein, aber nicht im Sinne von Bewertung oder Kommentierung, das sehe ich ganz anders. Den Teil braucht es an der Stelle nicht, sondern das darf, wie wir es geschrieben haben, freie Eindrücke, freie Vermutungen, freien Lauf lassen. Und dann C und D, sodass ihr auf 3x8, 25 Minuten ungefähr kommt. Dann 4. Phase. B, C und D tauschen sich nochmal über die Unterschiede der jeweiligen Entwürfe aus. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, weil das ansonsten weiter hinten nicht mehr kommt, Phase 4, da darf auch A, also der Fallgeber, nochmal von seiner Rolle aus sagen, was ihm jetzt nützlich erscheint. Also was dockt an das, was er sich schon gedacht hat, was ganz Neues, was schon gedacht ist, aber nochmal vielleicht aus einer anderen Perspektive. Da darf er ein Stück einordnen. Und dann 5. Phase. Phase 5, das ist in jedem Design bei uns drin, Schritt zurück, Metaperspektive. Wir gucken auf den gemeinsamen Prozess und achten darauf, dass wir jetzt nicht weitermachen, dass wir nicht weiter beraten, sondern dass wir an der Stelle gucken, wie war jetzt der Lernprozess für uns, wie war die Lernerfahrung aus den Rollen, wie sind wir eigentlich mit den Ideen der anderen umgegangen, wie sind wir eigentlich mit der Fragestellung des A umgegangen, was lässt sich an der Prozessebene nochmal lernen, auch in Bezug auf das Thema Lernkultur, das schließt auch ganz schön an unser Thema. Also raus aus den Rollen und eher auf die Metaebene und auf den Prozess geschaut. Es geht auch nicht darum, jetzt, wie es hier drin steht, Trefferquoten, da lag ich genau richtig oder da, genau daneben. Es geht mehr um die Prozessreflexion an der Stelle. Sodass ihr auf 1 Stunde kommt. Und das ist auch immer ein großer Benefit dafür, wenn wir es in die Organisation einführen, dass die wissen, sie sind in einer Stunde durch so einen Prozess durch. Das ist ein überschaubarer Rahmen und es entsteht, also aus unserer Erfahrung, entsteht enorm viel in diesem abgegrenzten Zeitraum, wenn man in diesem Drehbuch auch konsequent und konzentriert arbeitet. Klingt jetzt ein bisschen streng, aber... Ich auch schon gewarnt. Ja, ist es vom Vorgehen her klar? Deswegen jetzt gleich die Frage, wer hat direkt eine Idee für ein Thema? Das ist jetzt hier ein Rahmen 5, ja, wo ihr sagt, da würde mich ein Blick in diesen kollegialen Rahmen interessieren. Magst du mal ganz kurz anreißen, damit wir auch so ein Gefühl kriegen und auch andere vielleicht angetriggert werden, um was es mit dir gehen würde? Kein Mitschnitt mehr? Ich kann das rausschneiden. Na, dann lassen wir es einfach ohne Mikro, oder? Bitte?
Bitte? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja. Gegen die schon da sind, vielen Dank für die Zeitdisziplin. Noch eine kleine Zen-Story erzählen. Also ich war jetzt, nur damit ja keine Missverständnisse entstehen, ich war in keinem Kloster, aber ich habe einen super Zen-Comic, in dem das alles drinsteht. Und da ist immer ein Meister und der ist immer bei der Hausarbeit. Der gießt Blumen, spielt Geschirr, kehrt aus. Und es gibt einen Schüler, der sitzt immer da und will was lernen und versucht nach Erleuchtung. Und das hat so seine eigenen Schwierigkeiten. Und eine der Szenen ist, Master, do you know the secret of life? Master ist am Geschirrspiel und sagt, certainly. Master, tell me. It's not possible. Master, why not? It's a secret. Gut. Machen wir eine kleine Runde. 10 Minuten, Viertelstunde. Sharing, wie ist es euch in der Arbeitssession ergangen? Wir gehen nicht in die Inhalte, wir bleiben auf der Prozessebene. Also wie ist es euch mit der Arbeitseinheit ergangen? Wie war es im Prozess? Was sind eure Lernerfahrungen? Vielleicht gibt es Ideen, wie man das direkt anderen zur Verfügung stellen kann. Also mehr so auf der gemeinsamen Lernebene. Wie war eure Erfahrung? Also erstmal, das hatte ich dann vor lauter Begeisterung oder dass ich so zufrieden war, wie es gelaufen ist, völlig vergessen. Vielen, vielen Dank an euch. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Gruppe. Danke. Schön finde ich, also ich kenne die Methode schon und jedes Mal wieder begeistert mich die Methode. Und zwar, was für mich ganz wichtig ist, ist das Rausgehen aus der Gruppe. Ich habe das immer wieder auch mal so gemacht mit einer anderen Gruppe, dass man sich umdreht und die anderen auch gar nicht sieht und die anderen einen auch nicht sehen in der Mimik, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Das finde ich das Wichtigste, das Rausgehen, dass man so auf diese Metaebene, dass man auch zuhören kann, auf die Metaebene gehen kann, zuhören kann und auch, ich schaue die anderen auch gar nicht an, damit ich nicht angeguckt werde und dann kommt sofort ein körpersprachlicher Kontakt zustande. Und das hilft mir wirklich zuzuhören, dabei zu sein und bei den anderen zu sein und nicht bei mir. Und an sich eben, ich finde es schön, man wird in Dingen bestätigt. Es kommen ganz viele neue Dinge hinzu. Und es beginnt nochmal ein anderer Prozess des Denkens und der Kreativität. Es ist unglaublich emotional, finde ich auch. Also ich bin jedes Mal danach auch fertig, also erschöpft, obwohl es gar nicht so lang ist. Ja, ich finde es eine ganz tolle Methode jedes Mal, um auf neue Ideen auch zu kommen oder bestätigt zu werden in den Ideen oder vielleicht andere Ideen eben zu verwerfen, die ganz toll waren und jetzt plötzlich für einen selbst nicht mehr in Frage kommen. Gut. Ja, war ein sehr spannender Prozess. Das Interessanteste für mich war die Erkenntnis, ich bin mit einer bestimmten Frage reingegangen und bin mit einer anderen Frage rausgegangen, wo ich gemerkt habe, die ist viel dringlicher. Und ich weiß nicht, ob das ohne diese Reflexion überhaupt zustande gekommen wäre. Es war unglaublich bereichernd, nochmal verschiedene Aspekte aufgezeigt zu bekommen. Zum Teil kann man es gedanklich abhaken, weil man weiß, das ist erledigt. Viele neue Aspekte, wo man merkt, okay, da müsste man vielleicht mal nochmal genauer nachhaken, müsste man vielleicht nochmal genauer in die Tiefe gehen in der Konzeption. Aber diese Vielschichtigkeit, was dabei rauskommt, ist stark beeindruckend und es ist nicht immer einfach, sich da rauszuhalten. Also mir ist es auch immer passiert, ich habe auch permanent Blickkontakt gehalten und dann ist genau das passiert. Es ist immer die Suche nach Bestätigungen, ich musste mir verkneifen, irgendwie eine Reaktion zu geben. Das war auch eine neue Sache für mich, aber letztlich sehr fruchtbar.
Ja, ich finde es einfach erstaunlich, wie man über das mit, sag mal, Unbeteiligten über ein Anliegen zu reden, einfach das für sich selber auch nochmal besser strukturieren kann. Schon alleine, ich sag mal, ohne dass jetzt irgendwie jemand anderes schon drüber gesprochen hat, so ein bisschen mehr Struktur im Hirn kriegt für das eigene Thema. Beim anderen dann darüber zuhören, finde ich auch einfach, dass man nochmal viel, also ja, die Perspektive öffnet sich einfach. Und wir haben eben auch schon drüber gesprochen, besonders schön jetzt auch in der Gruppe. Wir kannten uns ja jetzt gar nicht. Wir haben eine ganz kurze Vorstellungsrunde gemacht, aber wirklich ganz knapp. Man kann den anderen nicht einschätzen, aber es war sofort auch eine wirklich gute Vertrauensbasis auch da, wo ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, ich kann jetzt bestimmte Themen nicht ansprechen oder die müssten mir irgendwie unangenehm sein. Und habe das auch dann wiedergespiegelt gekriegt im über mein Thema reden. Das war so wertschätzend irgendwie auch. Ich habe gesagt, ich habe mich da so richtig gut gefühlt, ne, dass sich da jetzt vier Leute so viele Gedanken um mein Thema machen. Das war einfach auch eine richtig schöne Erfahrung jetzt für den Nachmittag. Ja, ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Fragestellung überhaupt zu erläutern. Ja, also die anderen drei in der Gruppe, die haben eigentlich erstmal 40 Minuten lang von allen Seiten meine Fragestellung beleuchtet und erst dann, danach, habe ich plötzlich wieder meine eigene Frage rausgehört. Also das heißt für mich, ich muss eigentlich nochmal drüber nachdenken, ob ich das nicht klarer formulieren kann. Die drei kamen dann zum gleichen Ergebnis. Also ich habe irgendwie gefühlt, das passt jetzt wieder. Aber anfangs sagte ich, worüber reden die eigentlich? Die Fragestellung habe ich gar nicht reingegeben. Also es braucht auch Zeit. Es braucht auch für so eine Gruppe Zeit, eben eine Fragestellung erstmal so anzugucken, dass auch alle das Gleiche darunter verstehen. Und ich fand es spannend, dass jeder aus einer anderen Perspektive drauf geschaut hat. Einmal aus der Berater- und einmal aus der Kundenperspektive. Meine Frage ging ja eher dahin, welche methodischen Ansätze könnte man empfehlen. Da kam jetzt in der Zeit einfach wenig, aber wenn man daraus eine Serie machen würde von Gesprächen, und dann könnte ich mir da sehr viel Anregungen, würde ich mir davon versprechen. Ja, und dann im Gespräch auf dem Weg wieder hierher in den Raum, da kamen dann plötzlich unheimlich viele methodische Anregungen, nachdem wir eben auch nochmal reflektiert hatten. Ja, also es hat sich schon fortgesetzt. Also ich fand es erstmal schön, zuzuhören und sich so ein Stück weit zurückzulehnen, auch ein Stück weit Verantwortung abzugeben und dadurch eine Leichtigkeit und eine Metaebene zu gewinnen, weil ich dann doch einfach zu sehr dann, sagen wir mal, meine Themen schon oder Gedankenkreisel dann auch verstrickt bin und gleichzeitig zu sehen oder zuzuhören, ja, wie schön die Einzelnen auch miteinander einfach ins Gespräch gekommen sind und neugierig gefragt haben und da sehr aneinander dran waren, wo ich mir dachte, wenn ich das schaffe, dann habe ich ja eigentlich schon gewonnen. Also wirklich so ein Setting praktisch mitzunehmen oder davor dann eben zu kreieren, das ist sicherlich dann auch euch hier geschuldet, die jetzt im Rahmen des Tages oder im Rahmen des Seminars dann eben so alles für alle Strukturen gesorgt haben, aber sicherlich dann auch von den Einzelnen, also was eine besondere, sagen wir mal, Haltung oder auch Wertschätzung gegenüber den anderen dann auch mitbringt. Ja, also ich habe einfach viele neue Fragen, die ich mitnehme und bleibe da so in einer Suchbewegung und denke, dass ich da auch ganz gut auf einem guten Weg bin, da auch die Wertschätzung dann erfahren zu haben, dass schon viel da ist. Und dass ich einfach nur weiter stricken brauche und weiter dran anzuknüpfen letztendlich. Ja, danke an euch an dieser Stelle. Danke.
Also ich habe es unglaublich genossen, nach so einer strukturierten Vorgehensweise mich auszutauschen. Ich habe es lange nicht mehr gemacht und ich merke einfach, ja, das ist das, was mir im Alltag oft fehlt. Und ich glaube, ich merke auch richtig, es hat mich belebt. Ich war so müde vorher und jetzt bin ich wacher. Und ich glaube, es dockt einfach an meine Ressourcen und an meine Kreativität auch an. Und es zeigt mir, ja, ich möchte den Weg weitergehen. Und ich bin gleichzeitig an dem Punkt, dass ich denke, ja, okay, wir waren jetzt alle sehr, sehr offen. Also wir haben uns aufgemacht für die Ideen und die Gedanken der anderen. Und jetzt bin ich genau an dem Punkt, den du, Bernd, ja auch schon oft genannt hast. Wenn ich jetzt mit der Übung und Methode in meine Organisation zurückgehe, ganz ehrlich, ich wäre nicht so offen für das, was die anderen sagen, weil ich, ja, ich habe natürlich Vorbehalte, ich habe schon viel mit denen erlebt, ich kenne viele Sätze, die sagen, ich würde mich gar nicht so aufmachen und die vermutlich auch nicht für das, was ich zu sagen hätte. Da ist ja schon viel vorher gelaufen und da bin ich an der Frage, okay, die Methode ist super, aber die Methode allein jetzt mit in die Organisation zu nehmen, würde ja nicht reichen, weil der innere Zustand ein ganz anderer ist von uns hier im Seminar und dann zurück in meinem alten Kontext. Und das ist was, ja, das interessiert mich auch nochmal zum Thema Lernkultur. Ne? Also wie kann ich den inneren Zustand, also nur ein Methodenkoffer, ganz ehrlich, also das reicht nicht. Wie geht es anderen? Ne? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Zu dem Punkt kann ich vielleicht gleich was sagen. Also haben wir auch keine fertigen Konzepte dafür, aber das zeigt einfach, wenn bei euch da einige, ihr zwar miteinander redet, aber sich so viel eingefahren hat, dann muss man Auflockerung bringen. Das kann man, indem man ein Setting anders macht, tun. Was wir sehr oft machen, ist, dass wir jemanden anderen reinholen, der die Gesprächsführung macht oder der der Gesprächspartner ist. Also zum Beispiel, wenn es eine parallele Abteilung zu euch gibt, dass zwei Abteilungen zusammengeht und ihr euch austauscht in den Rollen, dass also die Kollegen aus der anderen Abteilung dich interviewen, sodass da andere Betrachtungszirkel in Gang kommen. Also die wissen, worum es geht und die aus einerseits vertrauten, aber durch die andere Dynamik neuen Perspektiven gleichzeitig fragen. Dann kommst du in andere Antworten und dann kommt ihr möglicherweise in einen Zirkel, eher schöpferisch, eher in Bewegung bringende Kreisläufe zu initiieren, die dann wieder auch kulturell auf euch abfärben. Was im Einzelfall da sozusagen die Stereotypen sind, die sich fortsetzen und durch was die getragen werden und an welche Ebene man mal versuchen kann, einfach diese Variation reinzubringen, ohne gleich alles in Kreativität aufzulösen, das muss man im Einzelfall gucken, aber ich glaube, da kann man viele Variationen reinbringen und diese Einsicht, mit der du aufrichtig umgegangen bist, die hilft natürlich zu sagen, das reicht uns nicht, lass uns gucken. Und allein wenn es schon zwischen dir und anderen einen Kontrakt gäbe, die sagen, und wir suchen auch nach Wegen, uns neu zu erfahren, weil so wie wir uns kennen, kennen wir uns ja schon hinreichend. Ja, das ist eine gute Frage. Und zum Beispiel auch mit denen zu, ich habe das noch. Zum Beispiel auch mit denen zu arbeiten, die an sowas Interesse haben, das hat der Bernd da vorhin schon angesprochen, also mal zu gucken in der Organisation, wer hat eigentlich an diesen neueren, anderen Kommunikationsformen Interesse, mit denen gute Beispiele, gelebte Beispiele in die Organisation zu bringen. Also Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Wir hatten das mit einer Führungskräfterunde, 20 Stück aus einer Behörde. Da haben wir erstmal die zusammengeholt, die für sowas offen sind, die sowas gerne machen, die darüber eine neue Art von Kommunikationskultur etablieren wollen. Und den anderen erlaubt, dass sie Zaungast spielen, genau. Ohne Anspruch, dass sie das toll finden oder sich zu ändern, dass sie einfach es miterleben dürfen. Ja. Und dann ist Resonanz entstanden. Und dann haben wir sowas mal im Plenum beispielhaft an dem ersten Tag inszeniert, an einer Fragestellung. Und das war eine durchaus brisante Frage, die da reingegeben hat, aus seinem Führungsalltag. Und plötzlich war klar,
der öffnet sich in dieser Art und Weise. Er hat diese Themen, die haben wir auch. Und das war richtig so ein Icebreaker. Und dann haben wir es am zweiten Tag dann in die Gruppen gegeben. Und dann war klar, okay, das sind die Beispiele, das sind die Themen, wie wir hier arbeiten. Und wir haben alle was davon. Also ein gutes Beispiel inszenieren, woran sich die Gruppe ausrichten kann. Und das war, also an vielen Stellen war das unsere Erfahrung, ein gutes, erstes gelebtes Beispiel. Und daran dann die Logiken klar machen und die Strickmuster klar machen, was das für Kommunikation heißt und was es auch für die Einzelnen heißt. Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, was kann ich selber rausziehen aus dem, wenn ich mich selber einbringe. So, das sind so ein paar Ideen. Und das ist eine ganze, da gibt es eine ganze Einführungslogik und Programmatik, die der Bernd auch schon angesprochen hat, wie man, das ist auch in dem Buch beschrieben, wie wir sowas einführen, auf was wir da achten, dass es jemand gibt aus der Macht, der sowas gut unterstützt, also der sozusagen Promoter ist. Also ja, wir nennen das Machtpromotion, also der klar dafür steht, dass er das eigentlich unterstützt. Der muss nicht alles kennen en Detail, aber der muss dafür stehen als Schirmherr. So Aspekte sind da ganz wichtig. Und eher so einen Tom-Sawyer-Effekt anstreben. Also ihr kennt die Geschichte ja mit dem Zaunstreichen. Also nicht jemanden zu verdonnern zu irgendwas, sondern zu sagen, ihr dürft dabei sitzen, ihr könnt so skeptisch sein, wie ihr wollt, es ist wichtig. Dem wollen wir uns gerne auch nachher stellen. Und die was probieren wollen, die haben das Privileg, dass sie anfangen dürfen. Und wenn man halt dann eben über Regelhaftigkeit, über Settings, über Abläufe einigermaßen sicherstellt, dass sie nicht zu schnell in ihre alten Reflexe zurückfallen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erstmal relativ breit in einen anderen Groove kommt, groß. Das sagt aber noch gar nicht viel, weil die vielen Auslöser, die am nächsten Tag auf die warten, im Alltag, die werden sich sehr schnell wieder zurückziehen in die alte Kultur. Und das muss auch von vornherein klar gemacht werden. Nicht jetzt seit der Flot macht das jetzt immer, das ist nicht. Wir wissen das vom Essverhalten und von allem her. Es muss über Wochen geübt werden, mit Rückfällen, mit allem und sollte gar keine anderen Erwartungen haben. Bisher haben wir, glaube ich, hauptsächlich von den Protagonisten, von den Fallgebern was gehört. Wie ist, können wir denn auch von den anderen noch was hören, wie es war, Mitwirkende in diesem Lernprozess zu sein? Ich fand die unterschiedlichen Wirklichkeiten, mit denen wir konfrontiert waren, zwischen den Beratenden in dieser Situation sehr, ja, sehr fruchtbar und sehr interessant, weil wir uns sehr gut ergänzt haben und das aber auf eine sehr wertschätzende Art und so viele unterschiedliche Perspektiven zusammengekommen sind, die im Endeffekt dann ja wie so einen bunten Blumenstrauß aufgemacht haben an Ideen, von denen man was rauspicken kann. Und es war für mich selbst jetzt einfach auch bereichernd, nochmal meine eigene Perspektive dann zu ergänzen und zu merken, ah ja, von der Seite kann man auch nochmal draufschauen. Also ich fand es sehr spannend, einfach zu beobachten, auch an mir selbst zu beobachten, wie sehr doch ich selbst und alle anderen auch gefangen sind in den eigenen Landkarten. Also wie viel Wahrnehmung und Wahrgebung tatsächlich da auch im Raum steht. Und dann finde ich es einfach auch immer wieder faszinierend, wie anstrengend das ist, sich aus dem Ratschläge geben, ne? Ja, sich genau davon zu verabschieden. Und gerade wenn die Themen einfach eng verquickt sind. Und das ist aber etwas, was ich gut gelernt habe. Und ich fand es insgesamt jetzt unseren Prozess, also ist wirklich eine Bereicherung, eine tolle Übung einfach. Vielleicht eine kleine Anmerkung zur Enttabuisierung. Ich glaube, dass jeder Mensch im Grunde nach dem Motto handelt, sieh's wie ich, so ist es richtig, und mach's wie ich, so ist es gut. Das ist dann mehr oder weniger methodisch und neutralistisch verbrämt, aber trotzdem ist das unsere Grundeinstellung. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn wir versuchen, daraus was Sozialverträgliches zu machen. Und von daher bin ich auch gar nicht so arg gegen Ratschläge, wenn sie nicht den Suchprozess kaputt schlagen. Weil man kann auch so sagen, weil wir ja gern in Ratschlägen denken und wenn danach ein Prozess stattfindet,
wie ist eigentlich mein Bild von der Sache, dass ich auf der Ebene glaube, einen Ratschlag geben zu müssen, oder wie ist meine Diagnose von der Person oder von der Situation, dann kann man das sozusagen in eine Stammzelle zurückverwandeln. Und deswegen bin ich gegen diesen Feldzug, gegen Ratschläge, wenn man mit dem Ratschlag nachher was Nützliches macht. Heißt das, dass man erstmal in dem Sinne, dass Ratschläge auch angebracht sind, dass man sie auch erwähnen sollte, um dann den Rückzug zu machen, also diese Rückentwicklung im Kopf, oder die nur gedanklich sich visualisieren? Und dann also beides. Im Moment war einfach nur mein Punkt, weil meine Kollegin, die Sonja Radatz, ja den Buchtitel gewählt hat, und weil ich das kritisiert habe, mich aus dem Vorwort gelöscht habe, Ratschläge sind auch Schläge, da entsteht jetzt eine Hexenjagd gegenüber Ratschlägen. Also wenn jemand Rat weiß und guten Rat zu geben weiß, ist es eine sehr wertvolle Methode. Und wir sollten alle lernen, auch guten Rat zu geben und nicht das zu verteufeln. Ob in der Situation, auf welchem Qualitäts- und Reflexionsniveau mein Rat ist, und ob ich bereit bin, ihn zurückzunehmen, und wie die gesamte Kultur ist, ob die Kultur so ist, dass sie den Rat entgegennimmt und sagt, danke für die C-Zelle, lass uns das mal zurückverwandeln in eine Stammzelle, damit wir verstehen, wie hast du eigentlich verstanden, was da passiert, damit du auf diese Idee von Ratschlag kommst. Und hat es mehr mit deinen Vorlieben zu tun oder hat es mit einer ganz guten Wahrnehmung von dem, was du gesehen hast, zu tun? Und wenn man das danach wieder verstoffwechselt, kann ein Ratschlag ein sehr gutes Ausgangsmaterial sein. Also ich habe es in dieser Übung so empfunden, dass wir ausdrücklich aufgefordert oder die Einladung hatten, unser Wissen oder unsere Ratschläge damit einzubringen. Also so eine Erlaubnis, die diese Methode das auch, also dieses ermöglicht hat. Und für den Fallgeber wurde ja ein Möglichkeitsfeld aufgemacht. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, auch in der Anleitung fand ich das sehr gut, wie du das angeleitet hast, dass es wirklich darum geht, dem anderen ein erweitertes Möglichkeitsfeld zu geben und nicht so muss er es dann machen, sondern wir haben ihre Möglichkeiten erweitert. Ja, und da steckt ein Lernmodell drin. Da musste ich mich, bin ja Transaktionsanalytiker, auch Lehrender international, und wir haben früher ja über Jahre geübt, sozusagen den anderen kommunikativ einzufangen, ihn zu stellen und ihn nicht auszulassen, bis er irgendwas gelernt hat. Da bin ich auch hart drauf trainiert. Also man kann guter Dompteur sein, man muss sich nur fragen, ist Dompteur der richtige Modus? Und ich habe mich da wieder sehr davon gelöst und sage, wenn du ein gutes Buffet anrichtest und niemanden unter Druck sitzt, kannst du davon ausgehen, dass er guckt und seine Seele etwas greift, wenn es wirklich gut gemacht ist. Also wenn etwas gut gemacht ist und er nicht unter Druck ist, dass er aus der Verteidigung eines Selbstwertgefühls heraus hauptsächlich handeln muss, dann müsste jeder bescheuert sein, wenn er das nicht in sich aufnimmt, was da angeboten ist, wenn er die Freiheit zum Nehmen hat. Und deswegen machen wir heute sehr viel weniger Beratungsübungen, gib's ihm, sondern sehr viel mehr, wie skizzierst du das eigentlich und zeigst mal dem, vielleicht will er sich was draus nehmen. Gut. Nochmal eine kurze Pause. 10 Minuten, sagen wir Viertelstunde bis 3:50. Und dann machen wir noch eine letzte Session. Ein bisschen was in einem anderen Modus nochmal. Sagen wir gleich, was auf euch zukommt. Und dann machen wir einen Abschluss und schließen den Tag ab. Ja, dann kann sich das. Also, ich bin ja unter anderem Schüler von Milton Erickson, dem legendären Hypnotherapeuten. Und seit Jahrzehnten mache ich immer Fantasien. Und die sind sehr beliebt, schon wegen dem Wellness-Faktor. Aber sie können auch gleichzeitig erhellend sein. Und die Idee war, dass, wenn ihr zurückkommt, wir eine kleine geleitete Fantasien zu so einem persönlichen Wrap-up zu machen. Und dass ihr dann nochmal in Kleingruppen geht und euch einfach austauscht, was auf die Weise aus dem Hintergrund noch in den Vordergrund bei euch gekommen ist, und ein Stück Austausch.
habt untereinander und wir das dann auch benutzen, um die Runde für den Tag abzuschließen. See you in 15 minutes. So, dann würden wir weitermachen. Vielen Dank. Eine Fan-Story noch, aber der ist nicht aus dem Comic, der ist von meinem Lehrer Mike Brown, amerikanischer Theater, aber auch Reaktionsstudierter. Der hat die Story. Es gibt noch Fan-Stories. Die letzte. Er hat so einen Meister der Schwertkämpfe. Also kommt einer zu einem Meister, der Schwertkämpfer ist und sagt, Meister, ich würde auch gerne ein großer Schwertkämpfer werden. Der guckt ihn an und sagt, warum nicht? Sagt der Meister, wie lange dauert das? Guckt ihn wieder an, 7 Jahre. Und Meister, wenn ich mich ganz arg anstrenge, 10? ja, wir ein paar wollen gerne ein bisschen früher weg. Wir dachten, es ist vielleicht das Einfachste, wir machen den Landepunkt auf 4:15. Oder verklagt uns dann jemand wegen fehlender... Wir haben kurze Mittagspause gemacht. Alles klar. Ja, ich habe es euch ja schon gesagt, ich bin Schüler von Milton Erickson und konnte kurz vor seinem Tod noch ein einwöchiges Seminar mitmachen. Da gibt es ein Buch, Deutsch, Meine Stimme begleitet dich überall hin, falls das jemand lesen möchte. Ich bin darin der Siegfried. Und eine höchst furchtbare Lernhaltung in den Seminaren bei Milton Erickson sah etwa so aus. Und von daher haben wir schon früh gelernt, dass eben es immer auch auf ein Zusammenspiel von bewusst methodischer Zugangsweise und unbewusst intuitiver Zugangsweise geht und dass man deswegen mit erzählerischen, bildhaften Methoden auch arbeiten muss, aber nicht irgendwie, sondern auch fokussiert. Man kann das sehr wohl didaktisch einsetzen, ohne deswegen alles auf eine erbsenzählerische Weise kontrollierbar machen zu wollen. Und deswegen habe ich immer schon auch mit geleiteten Fantasien gearbeitet. Und ich merke schon an den ersten Körperreaktionen, wie sensibel ihr dafür seid, dass ich die Stimme etwas absenke und ein bisschen langsamer werde. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Umgang mit Stimme und Sprache aus einer bestimmten Haltung heraus sehr viel bewirkt. Es gibt auch technische Aspekte wie, es ist ganz gut, in einer Kutscherhaltung auf dem Stuhl zu sitzen, vielleicht nichts festhalten zu müssen während der Zeit, sodass man sich auch ganz entspannen kann. Aber es gibt auch viel Schema-Vorstellungen, wann eine fruchtbare Haltung da eingenommen wird. Es gibt auch Menschen, die joggenderweise, schwimmenderweise, radfahrenderweise oder in vielen anderen Weisen eigentlich zu sich finden und das Gefühl haben, ja, jetzt hole ich ein Stück die Energie aus der Welt raus, ein Stück die Aufmerksamkeit von draußen weg, versammle mich in mir. Und jeder hat einfach auch eine lange Geschichte von Arten, wie er zu sich findet, wie er mal einen Moment draußen ein bisschen runterdimmt, ein bisschen durchatmet. Und es ist okay, in der Art und Weise, sich auf sich selbst zu besinnen und auf diese Weise ein Stück die eigenen Quellen anzuzapfen, sind wir so verschieden, wie wir auch sonst verschieden sind. Auch da gibt es keine Schemata. Und ich habe zum Beispiel von Erickson gelernt, dass das auch nicht so ein furchtbar sensibler Prozess ist. Also auch Lachen zwischendrin ist okay und man kann sich auch mal wieder aufwachen
Das ist sogar eine Vertiefungstechnik, um gleich danach umso entspannter wieder loszulassen. Was Aufmerksamkeitssteuerung leisten kann, habe ich festgestellt, als ich von Ericsson zurückkam und die erste Gruppentrance gemacht habe. Und wie ich gerade loslegen wollte, hat ein Presslufthammer im Hof angefangen zu arbeiten. Und ich dachte, oh, es wird nie was. Aber dann habe ich mich darauf besonnen, nicht dagegen arbeiten, utilisieren. Und dann bin ich mit der Gruppe ganz gemächlich auf eine Baustelle gegangen und wir haben geguckt, wie die da mit dem Presslufthammer schaffen und mit dem Bagger. Und wer interessiert sich nicht für Baustellen? Und nachdem wir da eine Weile zugeguckt haben, sind wir mental dann in eine ruhigere Zone gegangen und kein Mensch war nachher von irgendeiner Baustelle gestört. Manche haben gefragt, welche Baustelle? Also ihr seht, Aufmerksamkeitssteuerung kann sehr, sehr viel bedeuten. Und jeder von euch hat seine eigene Art, sich in eine Stimmung zu bringen, in der er die Aufmerksamkeit auf Dinge, die bedeutsam sind, lenken kann, in denen er ein Stück loslassen kann von den festen Schemata und dass Räume entstehen, aus denen was in den Vordergrund kommen kann, was sonst vielleicht gar nicht so greifbar gewesen wäre. Sei es, dass ihr an Lagerfeuern gesessen seid und an die Flammen geschaut, euch vielleicht wohlgefühlt habt im Kreis der anderen oder dem Glimmen der Glut zugesehen habt. Oder am Meerstrand gelegen und den Wind auf dem Körper gespürt und das regelmäßige, geduldige Schlagen der Wellen gespürt habt. Jeder hat da so seine eigenen Orte. Bei mir war es eine kleine Dachkammer, in die ich gekrochen bin, statt in die Schule zu gehen. Und habe dort lange Zeit für mich verbracht und habe das eigentlich in guter Erinnerung. Und so hast du auch deine inneren Orte und deine Arten und Weise, dich in eine Haltung zu begeben, in der du dich öffnest für Einflüsse aus deinem eigenen Hintergrund. Und damit so eine Gruppe beieinander bleibt, lade ich dann oft zu der Metapher ein, dass wir gemeinsam, sagen wir, die Akropolis besichtigen. Und das soll jetzt keine Führung sein, bei der jeder gezwungen wird, im Gleichschritt zu gehen und das zu sehen, was der Führer zeigen will, sondern viele Menschen wollen dann ganz in ihrem eigenen Rhythmus gehen und den einen interessiert eine Säule mehr, den anderen mehr den Blick von der Akropolis. Der Dritte beobachtet vielleicht lieber andere Touristen. Jeder findet seine Akropolis und doch sind wir gemeinsam unterwegs. Also genügend frei, deinen eigenen Weg zu finden und genügend verbunden, um irgendwie in Kontakt mit den anderen zu bleiben. Da kann manchmal die Stimme des Guides im Hintergrund einfach nur so ein bisschen murmeln. Und vielleicht pickt man sich was raus, was man einbaut in dieses eigene Erleben. Es gibt ja auch so ein paar Themen, Ideen, die von dort angeboten werden, die kannst du für dich nutzen in der Weise, wie du das magst. Und in der Weise möchte ich jetzt auch Führer sein in einem kleinen Rückblick auf die Bühnen der letzten zwei Tage. Und zu jeder Bühne gibt es viele Hinterbühnen.
Und natürlich kennt niemand deine eigenen vielen Hinterbühnen, die da mit in Schwingung geraten. Aber es beeinflusst dich. Da geschieht was im Hintergrund und es lohnt sich, für einen Moment aufmerksam zu sein, ob sich da nicht was mitteilen möchte. Wir können jetzt keine systematische Suche durch den gestrigen Tag machen, sondern du kannst dich vielleicht einfach nochmal treiben lassen durch deine Erinnerungen an den gestrigen Tag, was davon bei dir hängen geblieben ist. Was dich erfreut hat, aber vielleicht auch was dich aufgeregt hat, beides hat Bedeutung, erzählt etwas über dich, sonst wäre es ja nicht so hängen geblieben. Und ich weiß jetzt nicht, ob du dabei in erster Linie an die Keynotes denkst und diese Speaker und Panels oder Workshops oder ob es mehr Kontakte so mit verschiedenen Menschen über den Tag waren oder ob es auch Bilder und Erlebnisse waren, die in dir wach geworden sind, während du das da draußen auf diesen Bühnen erlebt hast. Manchmal sind es auch nicht optische Bilder, manchmal sind es Klänge, Worte, manchmal sind es Empfindungen im Körper und Gefühle, die wieder wach werden. Jede Situation reicht irgendwo weit in ihren Kapillaren in deine persönliche Geschichte zurück. Und ganz oft sind da sogar Bezüge zu den Eltern, zu der gesamten Sippschaft. Wir denken ja immer, dass wir so persönlich und gegenwärtig sind. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr merke ich, dass ich eigentlich Themen meiner Eltern und Großeltern in mir trage und weiter mit ihnen umgehe. Und wenn ich meine Tochter anschaue, merke ich, dass sie mit Themen, mit denen auch ich zugange war, auch in ihrer Art zugange ist und sein wird. Das alles kann man auch in einen Generationenfluss einordnen. Natürlich weiß ich nicht, ob bei dir da jetzt irgendwelche Resonanzen auftauchen, aber wenn das der Fall ist, ja, schaust dir an, merkst dir vielleicht, damit, wenn du nachher wieder mehr in einem Tagbewusstsein bist, Zugriff darauf hast. Ja, ich war bei dem Tag gestern und seinen Hintergründen, die sich vielleicht bewegt haben. Und dann war der Abend und die Nacht und heute jetzt hier auf diesem Campus und diese Gruppe, wie warst du denn gestimmt, als du hier ankamst? Vielleicht ist sogar ein Traum der Nacht irgendwie noch im Hintergrund wach geblieben. Und wenn du magst, lass dich durch den heutigen Tag driften, soweit wir bisher gekommen sind. Was ist für dich oben auf?
Was ist irgendwie hängen geblieben, hat eine besondere Aufmerksamkeit gefunden? Wie ging es dir denn damit? Was hat das, was dir heute begegnet ist, in deinem eigenen Selbstbild, in deinem, wie du dich verstehst da draußen in der Welt, was hat dich bestärkt? Wo hast du vielleicht das Gefühl gehabt, etwas bekommen zu haben? Und wo sind Fragen entstanden? Es ist gut, wenn das alles noch in Bewegung ist. Und man kann für einen kleinen Moment versuchen, die Fühler in die Zukunft auszustrecken. Du kommst in den nächsten Tagen oder Wochen. Sagen wir sogar mal, du überraschst dich damit, dass du plötzlich dich was denken, tun, erleben, antriffst, was vielleicht mit diesem Tag da an der SRH, in dieser Gruppe, in diesem Workshop zu tun hat. Irgendein Bild, was das sein könnte? Ich glaube, du musst gar nicht so viel aktiv tun. Das Wesentliche arbeitet in dir eh weiter. Und manchmal überrascht es einen sogar. Manchmal sind es auch die Reaktionen anderer Menschen und andere Wirkungen, an denen man merkt, dass sich was bewegt. In den nächsten Tagen und Wochen, wenn man da mal hinfantasiert, bei wem könnte sich da vielleicht was ändern in der Resonanz? Und was könnte es sein, was dich dann vielleicht überraschen wird? Wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber es ist doch ganz gut, eine Idee zu kriegen, wie die eigene Kompassnadel ausgerichtet ist. Welche Zukunft wir auch auf uns ziehen. Ja, hier spricht der Guide von der Askeropolis. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steckt und was eure Aufmerksamkeit hat. Aber so allmählich ist gut, sich zu versammeln. Langsam, durchaus in gutem Kontakt mit dem, was du gefunden hast. Und bring davon mit, was du gleich im Wachbewusstsein wissen und vielleicht davon nach deiner Wahl erzählen magst. Und so wie jeder seine ganz eigene Art hat,
sich in diese besondere Aufmerksamkeit zu begeben. So hat auch jeder seine eigene Art, mehr wieder in eine Außenwirklichkeit, in ein Alltagsbewusstsein zu gehen. Manche tun das ziemlich flott, andere drehen sich noch mal eine Runde. Ich gebe noch eine kleine Hilfestellung außer dem Inhalt, indem ich analog marking, heißt das, die Redegeschwindigkeit ein bisschen erhöhe, ebenso die Stimmlage. Man könnte dann, gibt tausend Methoden, natürlich auch von 10 auf 0 zurückzählen oder sich im Fahrstuhl vorstellen und rauf und runter und rauf und runter. Es gibt viele Methoden, die austauschbar sind, wie auch sonst im Leben. Aber ich sehe, zumindest wenn ich es an der Anzahl der offenen Augen und an den körperlichen Bewegungen, die jetzt eingesetzt haben, ablesen kann, dass alle doch ihr Niveau von Wachsein wieder eingenommen haben. Und ich lade euch jetzt ein, in Dreiergruppen für eine Viertelstunde euch irgendwohin zurückzuziehen und jeder hat 5 Minuten ein bisschen zu erzählen, was jetzt während dieser geleiteten Fantasie, was er erlebt hat, beziehungsweise was Inhalte an Bildern waren, die dabei in Sinn gekommen sind. Nur austauschen, nur erzählen. Und dann nochmal 5 Minuten gemeinsam reflektieren. Das heißt insgesamt 20 Minuten. Und jetzt ist? 12 nach, also 35 geht es hier los mit vielleicht noch einer Sand-Story. Bitte aufstehen und 2 Partner finden und Abmarsch. Aufstehen, aufstehen. So, ich glaube jetzt ist 5 nach halb. Also mir ist nur eine Zen-Geschichte eingefallen, die vielleicht irritiert. Stattdessen erzähle ich lieber eine kleine Begebenheit. Als ich Schüler war bei Milton Erickson, das war 1979, in einem einwöchigen Seminar, in einem Hinterhaus in Phoenix in Arizona hat er dieses Seminar gemacht, etwa die Größe, wie wir jetzt hier sind. Und ich war total begierig, von ihm alles reinzuziehen, was irgendwie geht. Das ging bis hin, dass ich zwischendrin eine Übertragungspsychose hatte. Ich dachte, er sagt alles nur zu mir. Hat sich später geklärt, war nicht der Fall, aber ich habe nichts mehr hergegeben. Also es kann sehr nützlich sein. Aber ich wollte auch gern, dass er mal mit mir arbeitet, weil er in jeder Session auch demonstriert hat. Und er hat einen roten Sessel gehabt. Und deswegen habe ich mich morgens gleich in diesen roten Sessel gesetzt und habe ich geduldig abgewartet, bis er alle seine Storys erzählt hat. Und dann kam es zur Demonstration und er guckte mich an und ich dachte, jetzt. Und dann sagte er, würdest dir was ausmachen, wenn du mit dieser jungen Frau den Platz tauschst? Okay, kam die ganze Woche nicht dran, aber ich habe alles über die Übertragungspsychose reingezogen. Und dann hat er zu mir gesagt, you must understand, at my age, I need to have some contact with nice young women. Was hat sie, was ich nicht habe? Und das habe ich ihm dann doch gegönnt, er ist nämlich 4 Monate später gestorben. Dann. Ja, das war die Ersatz-Zen-Story. Ja, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Abschluss. Keine ganze Runde, muss nicht jeder was sagen, aber wir haben ja gesagt, 15:45 machen wir, Punkt. Sagt gerne, teilt nochmal eure Erfahrung von heute, wie geht ihr hier raus, was nehmt ihr mit? Und dann auch, wie es gerade war. Und wie es auch gerade war, genau. Vielen Dank, auch aufgrund des Zeitproblems sozusagen. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Wir hatten das gerade auch in unserer Abschlussrunde, wie wir die geleitete Reise empfunden haben, nämlich sehr gut. Davon vielen Dank.
was wir so gesagt haben, und das, ich kann es nur sagen, für mich so, ich schaue so alle so in den lächelnden Gesichter und mir geht es, glaube ich, genau, mir geht es genauso. Ich lächle so und diese zwei Tage insgesamt waren für mich sehr, sehr inspirierend. Ich habe tolle Impulse mitgenommen und nehme sie mit und gehört bekommen und heute auch tolle Impulse. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich schließe mich an. Ganz herzlichen Dank. Ich habe ja selber Ausbildung auch gemacht bei euch in Wiesloch. Der Spirit ist immer noch da. Der ist ganz großartig und das macht ganz viel Spaß. Und das ist ganz schön, was da immer wieder entsteht. An Gemeinschaft und an Lernen und an so zwischen den Zeilen. Auch wenn man manchmal so reinkommt und sagt, da muss doch jetzt was passieren. Und das passiert ganz viel, aber eben nicht so zielgerichtet. Das finde ich ganz schön. Und vielen Dank an die Runde. Ja, ich hatte zum Schluss in der Fantasiereise das Gefühl, ich stehe jetzt zwischen den Säulen der Akropolis und hier ist Demokratielernen hat hier stattgefunden. Und das nehme ich so mit nach Hause und so eine Hoffnung oder so eine Ermutigung auch gegen alle undemokratischen Prozesse, die auch gerade in Deutschland leben. Ja, ich finde es ganz toll, wie der Tag so schnell vergangen ist. Huch, wo ist er denn? Wo sind die Stunden? Ich freue mich sehr über die Herangehensweise, euch kennengelernt zu haben. Ich nehme ganz viel Input auch mit und ich habe mich auch sehr gefreut über den Erfahrungsaustausch, den wir hier miteinander haben können und dann auch im Sinne von Netzwerk, was können wir draus machen und auch andocken, immer wieder nochmal neu nachzudenken, was nehme ich von diesen zwei Tagen mit. Also da hat mich auch diese Fantasiereise nochmal ein Stück beflügelt, nochmal gucken, was nehme ich mit und was möchte ich dann in meinen Alltag integrieren. Ja, vielen Dank dafür euch allen und besonders euch dann. Willst du? So erwartungsvoll, dann mache ich doch gleich weiter. Ja, ich kann mich wirklich nur anschließen. Das war sehr bereichernd. Ich muss ehrlich gestehen, ein Typ, der braucht so ein bisschen strukturierter, der braucht so ein bisschen mehr den fachlichen Input. Das habe ich am Anfang so ein bisschen vermisst, aber ich habe ganz schnell festgestellt, der ist ja die ganze Zeit da. Der kommt nur auf eine andere Art und Weise rüber und der kommt für mich im Nachhinein wertvoller rüber, denn dieses strukturierte Wissen, das kann ich in jedem Lehrbuch lesen. Ja, aber das, was wir hier an Übungen gehabt haben, was an Input kam, auch von euch beiden, war sehr viel mehr wert als einfach nur ein Standardlehrbuch. Und da war das für mich am Schluss auch diese Zusammenfassung, diese Reise nochmal ganz, ganz wesentlich, wo ich gemerkt habe, ich brauche nochmal die Zeit, um die ganzen Inhalte, alles, was ich so jetzt die letzten zwei Tage nonstop mitgeschrieben habe, mal noch für mich zu sortieren und sacken zu lassen. Trotzdem auch in der Runde eine schöne Atmosphäre, hat man sich sehr wohl fühlen können und ich glaube, das werden wir alle so ein bisschen in Erinnerung behalten und hoffentlich können wir von dem, was wir hier als Input bekommen haben, auch einiges tatsächlich umsetzen in der Praxis. Ich glaube, die Ersten müssen. Tschüss. War hier noch? Nein. Gut. Ich habe das Gefühl gehabt, hast du das alles gesagt? Ja. Eines unserer Motto ist, wenn man fertig ist, darf man auch. Ja. Wir wollen euch nochmal auf unsere Website hinweisen. isb-w.eu. Dort werdet ihr die zwei Chartsätze finden. Also wir haben diese Lehrbuchseite auch abgedeckt. Dort gibt es zwei Chartsätze und zwei Papers, wo nochmal viel der Inhalte der programmatischen Positionierung von uns auch zu finden ist. Und dort werden wir auch das Video ablegen. Ihr könnt euch auch gerne vernetzen mit uns. Wir sind jetzt seit Neuem auf den sozialen Medien aktiv, also Twitter und Xing und LinkedIn. Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns verbindet. Und ja, schließen damit den Tag ab. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Impulse welcher Art auch immer habt, schreibt uns eine Mail
Wir sind sehr verlässlich darin. Man kriegt eine Antwort von uns, wenn man uns eine Mail schreibt. Das ist eines unserer Credos. Nicht immer gleich am nächsten Tag, aber man kriegt eine Antwort. Ja, und so würde ich sagen, schließen wir den Tag ab. Vielen Dank für euer Dabeisein, für euer Engagement. Und wir wünschen euch alles Gute. Gute Rückreise, schönes Wochenende. Ja, danke.